So heiß wie Lava, das ist die aktuelle Situation. Die Weltentransformation ist in vollem Gange. Und wir sind jetzt gefragt, wir Lichtarbeiter, wir Menschen, alle zusammen sind gefragt, zusammenzuhalten, zusammenzuwirken, damit das alles ein gutes Ende nimmt. Gleich erfährst du mehr darüber. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Monika Nerianna, Kardinal und ich bin das Hauptmedium der Smarana-Gruppe. Wir sind in Österreich, Deutschland und der Schweiz vertreten und eins der größten Online-Portale für spirituelle Weiterbildung im Webinarbereich. Und wenn du immer die neuesten Nachrichten aus der geistigen Welt erhalten möchtest, dann abonniere bitte meinen Kanal und ich danke dir jetzt schon recht herzlich dafür. Ja, und heute kommen wir zu der Situation so heiß wie Lava. Es brodelt überall und die Weltentransformation ist in ihrem vollen Gange. Es steht vieles so auf Haaresbreite an der Spitze und eine Explosion könnte die Folge haben. Und wir sind tatsächlich gefragt, das mit einem Gebet, mit Gebeten, mit guten Gedanken zu unterstützen. Und ihr wisst ja sicher, dass ich sehr viel von der Kraft der Gebete halte, denn wir sprechen direkt mit unserem Schöpfer und der kann uns unterstützen. Es ist einfach eine drohende Eruption von vielen Konflikten, die im Moment im Raum steht. Deswegen auch so ein bisschen das Hintergrundbild mit Eruptionen. Denn ich möchte mal kurz an die Ukraine denken. Es spitzt sich alles zu und die ganze Situation, die wird jetzt sehr kritisch eingestuft. Ich habe für euch gerade ein Bild vorbereitet, das könnt ihr mal angucken. Offiziell hält man diese Lage für extrem gefährlich, wie sie gerade jetzt ist. Und alles braut sich zusammen. Alles braut sich zusammen. Wir wissen nicht, wie es ausgeht. Wir können nur hoffen, dass es sich nochmal abwenden lässt und nicht in einem Blutbad endet. Mit Gottes Gnade können wir mit unserem Licht die Weltentransformation unterstützen. Mit einem Gebet für die Ukraine. Das werden wir nachher natürlich zusammen machen. Dieses Land ist gerade wie ein kleines Streichholz, was die Welt in Brand setzen könnte. Und das möchten wir ja auf keinen Fall. Wir möchten ja das Gegenteil, wir möchten lieber Frieden. Und die neue Erde möchten wir gerne, dass die sich transformiert und jetzt zu uns kommt. Und es ist also gerade eine sehr intensive Transformation da. Aber vergesst nicht, auch wenn das eine schlechte Nachricht ist, gibt es ja immer das Positive daran, wir können zusammen beten und wir sollten alle zusammen beten, um da eine positive Kraft hineinzubringen und um einfach zu bitten, dass es besser wird, dass da diese Gefahr, dass die Leute sich einigen, dass diese Gefahr nicht zu etwas Schlimmem geschieht. Das ist meine Bitte an euch und deswegen auch heute das Video. Wenn man so in die allgemeine Stimmung guckt, was gerade noch bei uns so los ist. Ich habe einiges für euch vorbereitet. Jetzt muss ich gerade noch mal umschalten. Wir haben hier auch noch eine Meldung, die man also durchaus mal gelesen haben sollte, zu der allgemeinen Pandemie, die gerade geschieht oder geschah oder ne, aktuell ist. Bill Gates schreibt hier im Merkur, aber eine künftige könnte 10-mal so schlimm sein. Das sind alles Dinge, die so vielleicht im Hintergrund passieren, die wir dennoch anschauen sollten und auch mit dem Gebet von heute in eine ganz andere Energie hineinbringen können. Wir Lichtarbeiter, wir sollten nicht die Augen verschließen vor dem, was geschieht. Wir sollen es auch nicht ignorieren. Aber wir können es in eine positive Welle des Lichtes hineinbringen, sodass es sich
nicht so schlimm geschieht, nicht so schlimm manifestiert, wie es hier so aussieht, sondern dass alles besser und einfacher wird. Und das sollten wir immer, immer im Auge behalten. Wir sollten darauf unser Augenmerk lenken und nicht auf die negativen Dinge, die da eben geschrieben werden. Hier gibt es noch was, auch von ihm. Moment, ich muss erst das andere wegmachen. So, jetzt können wir das alles lesen. Sie planen ja gerade auch noch für wann war das jetzt? Für Oktober, für den 1. Oktober in Deutschland ist dieses hier im Gespräch, dass eine E-Pflicht kommen soll für alle ab 18. Und das ist natürlich eine bittere Pille, falls das wirklich so weit kommt. Und auch deswegen möchte ich mit euch zusammen beten. Die Kraft unserer Gedanken, das ist das, was wir haben. Das ist das, mit dem wir einschreiten können und mit dem wir alles ändern können. Ich schalte jetzt nochmal um. So, ihr Lieben, es ist einfach wichtig, okay, sich die Dinge anzuschauen, davon zu wissen, aber mehr Energie brauchen wir dann nicht mehr da rein zu geben. Der zweite Schritt wäre, und der wichtigste Schritt ist das von allen, dass wir genau diese drei Punkte jetzt mit ganz viel Licht durch das Gebet beschallen und dadurch eine mögliche Änderung herbeirufen können. Und dazu rufe ich heute auf und ich bitte euch alle mitzumachen. Ich bitte euch auch, das Video zu teilen, denn Licht braucht die Welt, Licht und Unterstützung und dieser Transformationsprozess der Erde. Wir wussten alle, dass der Übergang nicht einfach ist. Der Übergang in die neue Welt, das wussten wir alle. Aber wie er letztendlich, wie schlimmer werden könnte oder wie er letztendlich sich zeigt, das kann man sich nicht so genau vorstellen und ist vielleicht auch ganz gut. Sonst fällt man zu sehr in die Angst. Also dieses Video soll euch jetzt keine Angst machen, sondern es soll euch Hoffnung geben und die Kraft, zusammen etwas zu bewirken. Denn dann kann man einiges ändern. Es ist so, dass wir, die ganze Welt ist ja in einer riesigen Transformation. Es ist ja kaum zu übersehen, dass alle betroffen sind und diese neue Weltordnung, die hier entstehen soll, es gibt die dunkle Seite und die helle Seite. Die dunkle Seite möchte eine andere Weltordnung als die helle Seite. Und wer dafür ist, dass die helle Seite ihre Kraft bekommt, den rufe ich jetzt zum Beten. Den rufe ich auf, wirklich das Licht zu bringen und da ganz stark zu sein. Und dieses Gebet bitte ich euch auch, wirklich so oft ihr könnt zu wiederholen. Ihr könnt es mit dem Video tun, ihr könnt es auch alleine tun, ihr könnt es wirklich machen, wie ihr wollt, aber es ist wichtig, tatsächlich zu beten und Hilfe zu rufen. Für mich ist die Schöpferkraft der Gott, unser lieber Gott, das Höchste, was es gibt. Er hat viele verschiedene Namen. Es geht nicht um irgendeine Religion hier, sondern es geht um das Gespräch, um die Bitte zu Gott, uns zu helfen, dass das Licht noch mehr Kraft bekommt und dass die drohende Gefahr von dem, was hier alles so brodelt um uns herum, abgeschwächt wird und vergeht. Und das ist für mich sehr wichtig, dass wir es zusammen tun. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und das Ganze unterstützt. Ihr dürft nicht vergessen, Smarana, was Smarana bedeutet. Smarana ist ein Wort, das kommt aus dem Sanskrit und es bedeutet die Nähe Gottes fühlen. Und so sind wir seit dem 2.2.2020 gerufen worden, das Smarana, dieses Wort, hinauszutragen in die Welt und zu verbreiten. Und so werden wir heute auch mit Smarana das Gebet zusammensprechen. Und jeder wird auch noch in diesem Gebet die Möglichkeit haben, sein eigenes Gebet sprechen zu können. Und ich bitte euch sehr, gebt die Hoffnung nicht auf. Und wenn es noch so schlimm wird, wie man sich nie vorstellen hätte können, gebt die Hoffnung nicht auf. Denn wir sind ja auf der Erde, um zu helfen, damit es besser wird.
Nur wir haben die Kraft, mit unserer Liebe und unseren Gedanken da einzuschreiten und zu helfen. Deswegen gebt nicht die Hoffnung auf, lasst euch nicht einfangen von der negativen Seite, sondern richtet euch immer wieder neu aus, dem Licht neu aus, denn wir tragen doch alle dieses Licht in uns. Und wir haben die Aufgabe übernommen, jetzt in dieser Zeit hier auf der Erde zu sein. Und denkt immer dran, wir sind ganz viele. Wir sind so viele und wir können diese Lava, diese heiße Lava in heiße Liebe und heißes Licht umwandeln. Und dann kann die neue Erde kommen. Es passiert gerade so viel im Außen, aber auch in eurem Inneren, weil das hängt ja alles zusammen. Und wichtig ist es, dass wir uns immer wieder auf uns selbst konzentrieren und diesen Frieden und dieses Licht nähren mit unserer Liebe. Und dann strahlt es nach außen und bringt über die Resonanz genau das Gleiche wieder zurück. Und wenn wir das alle tun, alle, wirklich alle, dann wird Gutes geschehen. Oder es wird das Schlimme, was geschehen könnte, nicht so schlimm geschehen. Und das ist genau das, was ich heute mit euch machen möchte. Und so werden wir jetzt auch gleich beginnen. Ich freue mich sehr auf dieses Gebet und ich sprühe mich mit Smarana ein, um die Nähe Gottes noch tiefer fühlen zu können. Liebe Menschenfamilie, es ist mir ein Bedürfnis, heute mit dir zusammen, mit euch allen zusammen, ein Gebet auszusprechen, ein Gebet des Friedens für unsere Welt, ein Gebet, welches das transformiert, was so schwer auf unseren Schultern liegt, ein Gebet, was sein Licht über die ganze Erde erstrahlen lässt und die Menschen dazu bringt, den Frieden wieder einzuladen. Ein Gebet, was das Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen herstellt, das wichtige Gleichgewicht, was wir in der Dualität so sehr benötigen. Und wenn du bereit bist, dann lade ich dich jetzt ein, mit mir zusammen zu beten. Du hast später im Gebet auch noch die Möglichkeit, deine eigenen Worte zu sprechen. Und so beginnen wir jetzt. Geliebter Vater, geliebter Gott, ich bin heute hierher gekommen, um dir zuerst zu danken dafür, dass ich in dieser aktuellen Zeit inkarnieren durfte. Und ich bin mir meiner Verantwortung bewusst. Und so möchte ich dich bitten, lieber Gott, gib uns Menschen die Kraft und die Stärke, Licht und Frieden auf die Erde zu bringen. Lieber Gott, ich bitte dich so sehr für Frieden in der Ukraine. Lieber Gott, bitte unterstütze dieses Land, dass dort Frieden herrscht. Lieber Gott, ich vertraue dir so sehr, denn ich weiß, dass du allwissend bist und ich lege meine Seele
in deine Hände. Und ich bitte dich so sehr, dass du für die Ukraine sorgst, dass du dort Frieden und Licht einströmen lässt. Lieber Gott, ich vertraue dir und ich weiß, dass du alles, was du tust, richtig tust. Und ich bitte dich deswegen, uns Menschen zu helfen, allen Menschen, die in Not sind, zu helfen, sie zu unterstützen, sodass das Gute und das Licht immer mehr Kraft bekommt. Ich bitte dich so sehr, lass Frieden einkehren. Lass die Machthaber sich auf einem friedlichen Weg einigen. Unterstütze bei der großen Weltentransformation und helfe uns, die Erde in Licht hineinzulegen. Helfe uns, die Erde auf die höhere Stufe der Dimension der Liebe hineinzutragen. Lieber Gott, wir brauchen deine Unterstützung. Ohne dich ist es nicht möglich. Und ich bitte dich aus der tiefsten Tiefe meines Herzens, bitte hilf uns. Lass Frieden einkehren. Unterstütze dieses Land. Unterstütze uns alle und lass Frieden kommen. Und nun, mein lieber Lichtarbeiter, mein lieber Lichtmensch, sprich dein eigenes Gebet. Jetzt, ich gebe dir ein wenig Zeit dafür. Lieber Gott, ich danke dir sehr, dass du zugehört hast. Und ich bitte dich, erhöre unsere Bitten und lass Frieden einkehren. Wir danken dir im Lichte unserer Seelen so sehr, dass du zugehört hast. Amen. Und ich danke euch so sehr, dass ihr zugehört habt und heute hier wart. Und ich weiß ganz genau, dass wir mit Hilfe Gottes ganz viel Frieden und Licht auf die Welt bringen werden. Ja, und so treffen wir uns zum nächsten Video
voller Kraft und Stärke. Schön, dass du heute hier warst. Und wenn du weiterhin mit mir beten möchtest oder die neuesten Botschaften der geistigen Welt hören möchtest, dann klick einfach hier auf die Kugel und abonniere meinen Kanal. Ich danke dir so sehr. Bis bald. Tschüss.